Let's go! Der Schied läuft. Warte hier nicht. Doch. Doch, doch, doch. Wird nur gesagt haben. Freunde des guten Geschmacks, hier seid ihr immer noch falsch. Wir begrüßen euch zur ersten Folge im neuen Jahr 2021. Alles wird besser. Besser, alles wird besser. Höher, schneller, weiter, aggressiver, mehr Schusswaffen gebraucht, Feuerwerkskörper, gut, dies Jahr nicht, auf Wechsel nicht. Wenn man noch welche übrig hat vom letzten Jahr oder vom letzten Jahr, darf man die benutzen. Dann wäre natürlich. Ist das so? Ja, nee. Doch. Wir hatten mal ein Jahr, hat mir ein Kollegen so welche gebracht aus einem Nachbar-EU-Stadt. Die waren so groß. Und er meinte, jeder kennt sie. Mach sie an und dann lauf. Und ich schwör's dir. Das Ding war 20 Meter entfernt und du konntest die Druckwelle spüren. Ich weiß nicht, was sie da drin verbaut haben. Da kann so ein Riegel Plastik-Sprengstoff einfach machen. Also ich habe noch zwei sehr markante Erinnerungen an so Silvesterballerei. Nee, drei. Mhm. Ich hatte Nacht in Köln am Hauptbahnhof. Er hat ja schon mal von... Damals, als wir dachten, Eis ist ja. Das, das Wahre. Nee, aber du erinnerst dich ja, ich hatte dir mal von Sven erzählt, der grundsätzlich immer in jede Scheiße getreten ist mit dem Frankreich-Austausch und der Flasche mit der Cola. Nase, mit der Nase. Und ich sagte ja, der hatte immer so dieses eine, was so kaputt war, hatte der und so. Wenn man ein Stöckchen gezogen hat, hat er immer den Kürzeren gezogen. Und wir hatten auch mal irgendwie, ich weiß nicht woher, ich glaube aus Tschechien oder so, hatten wir auch so ganz üble Böller. Dann haben die eigentlich relativ easy bei uns oben auf der Straße verballert. Irgendwie so, also safe. Bei Nachbarn in Briefkasten werfen und genau. So. Normaler Scheiß. Und davon war ein Ding natürlich defekt. Rate mal, wer den in der Hand hatte, als das Ding explodiert ist. Ich hab eine Idee. Ich müsste dich laut aufregen, aber ich hab eine Idee. Der hat sich nicht die Hand weggesprengt, aber der hatte sich hier. Also, ja, hier war schon ein bisschen was auf und so richtig übel. Eine weitere ganz heftige Geschichte hatten wir mal. Da waren wir auch auf einer Silvesterparty bei einem Kollegen im Haus. Irgendwie richtig fette Abrissparty, alles cool. Und der hatte sich selber auch so ein Ding gebaut. Also der hat irgendwie diese ganzen China-Böller aufgeschnitten, dieses ganze Schwarzpulver gesammelt und in einem so ein großes Paket hat irgendwie geballert, so luftdicht verschlossen, keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Ey, und ich wüsste, es war wie im verfickten Film. Wir legen das um 23:45 auf die Straße, so eine richtig große Straße in so einem Stadtteil von, also Opladen, einem großen Stadtteil von Leverkusen. Da fahren auch also fett viele Autos eigentlich vorbei, aber es waren eh alle am Ballern, deswegen kein Problem. Wir haben extra mit dem Ding gewartet, ey, wir stellen das Ding auf die Straße und ich schwöre, das ist nicht ausgedacht. In dem Moment kommt ein Bullenwagen vorbei und das Scheißding explodiert unter der Karre. Ey, ja. Aber pass auf, nix. Du denkst, das ist das Schlimme. Die halten an, weil die wahrscheinlich einmal kurz so gegangen sind und wir hatten einen dabei, Alter. Ey, wir haben alle gecheckt, dass das Ding unter einem Bullenwagen explodiert ist und sind natürlich abgehauen, aber einer bei uns, der Luis, Alter, der war so besoffen, der hat die sich immer so eine Gasknarre gesteckt und hat die in die Luft geschossen und wir sind abgehauen, Junge, die Bullen steigen aus der Karre aus und der betrunken ist da so mit der Gasknarre und der Name und direkt drauf, Alter. Und die haben den direkt mit zur Wache genommen, ich schwöre, mein Gott. Wir haben den mit zur Woche genommen, ist aber nichts passiert. Geil, Alter. Ist aber nichts passiert. Und die letzte Story, um es einfach abzuschließen, weil die mir einfach so gerade so präsent in den Hirn schießen. Sag mal eben den Hattrick versenken. Da waren wir schon so ein bisschen älter, da macht man das vielleicht noch mit einem Pärchen so Raclette essen und chillen und alles Gute wünschen und so. Aber irgendwie, das war der Kollege, von dem ich dir erzählt habe, wo wir diese fette Party gemacht haben, wo auf einmal so 500 Leute waren, ja, die wir nicht kannten. Ne? Genau. Ja. Und auch da waren wir. Für uns, für vier Leute, ja, waren wir einkaufen. Ey, und wir haben, ich glaube, für 300 oder 400 Euro Böller gekauft. Richtig, und wir sind dann um 12 Uhr raus, haben halt so ein bisschen geballert und so. Die Mädels waren dann irgendwie noch dabei. Die haben dann gesagt, da, wir gehen dann schon mal rein, weil wird auch kalt und kein Bock, so viel zu böllern und so. Und wir haben zu zweit, da war so eine Bushaltestelle, ne? Wir haben zu zweit für 400 Euro ungefähr 2 Stunden lang diese Bushaltestelle, ey, das sah aus wie in Beirut, ich schwöre dir. Jung, genau so, wir haben das Ding weggeschossen, die Straße sah aus, als ob komplett, ich sag jetzt nicht den Stadtteil, wo der wohnt, also der komplette Stadtteil da gefeiert hat, aber wir waren nur zu zweit. Ja. Aber die Silvester hat jeder mal gehabt, also das erste Mal, wo man selber aus Feuerwerkskörper ausrastet, sagt man, steckt da mal richtig Scheine rein und kauft sich so die Schinken am Böller, ABC-Böller. Dicker, ich weiß, irgendwann hatte ich das erste Mal richtig Böller gekauft, normal. So kartonweise. Jeder hat das. Ich so dann nach Hause, boah, Alter, das wird das geilste Beste aller Zeit. Ich stand um 2:30 Uhr morgens alleine auf dieser Scheißstraße, Alter, mit der Zigarre in der Hand. So, und ich genau, so, wie auch mit Zigarren. Und ich so, Alter, wann ist dieser Scheißkarton leer, Alter? Ich so, komm, werd alle. Und dann waren wir auch ein Silvester, da haben wir noch in der WG damals gefeiert. In Köln?
Nee, in Duisburg da. Duisburger, okay. Duisburger Süden. Geile Ecke haben wir gewohnt, direkt am wie heißt das, die S-Bahn-Haltstelle. Ja. Und dann haben wir erstmal an den Silvester die komplette Küche bei uns mit Graffiti vollgeschmiert, so wo am nächsten Tag ich so, wer war das denn, Alter? Dann sehe ich nur so Fotos, wo ich so anfange, so den ersten Pinselstrich zu machen. Ich so, nein, Alter! Als wir da ausgezogen sind, muss man, glaube ich, 25 Mal drüber streichen, bis das nicht mehr sichtbar war. Auf jeden Fall, wir raus und es war so richtig kalt und so richtig schäbig, Alter. Und alle so übertrieben Arsenal. Und ich so, ey, hat doch eh keiner Bock, gib mir alles her. Ich mir so alles genommen, hingeworfen, einfach so Benzin drüber, Alter. Dann standen wir da, Alter. Und dann geht natürlich nur so ein bisschen was los, Alter. Das? So 3-4 Stück. Ja, komm, lass reingehen. Voll behindert, Alter. So richtiger Storno-Move, ja. Aber okay. Eine, um auch meinen Hattrick zu versenken, das ist aber nicht meine Story. Habe ich aber vom Kollegen, der hat irgendwann mal beim Vereinsheim gefeiert. Die hatten so eine Magnesiumfackel vom Taucherbedarf. Weißt du, wenn du so tiefer taucht. Die unter Wasser und auch alles abhalten. Dicker, Alter, dieses Ding irgendwie gezündet also in der Hand. So am Anfang war das so voll cool, aber das Ding brennt halt weiter und du kriegst das halt mit nix aus. Ne? Und die das dann einfach so auf den Asphalt. Das brennt so original 12 Stunden oder so. Echt? Einfach so den Asphalt so einen halben Meter ausgehöhlt. Also einfach so auf der Straße und dann so ein richtiges Loch reingebrannt mit der Magnesium, das ist keine Ahnung wie viel 1000 Grad so, oder Chemiker unter euch wisst das wahrscheinlich. Ja. Das ging richtig steil, Alter. Ja, Silvester gibt's. Also, wenn ihr Silvester gut überlebt habt, Hand- und Gliesmaßen, die es ja noch alle dran sind, baut keinen Scheiß. Ja, jeder hat mal so das ein Silvester, wo er bis morgens früh um 4 da steht und böllern muss. Da muss jeder, glaube ich, mal durch, aber ja, take care. Wir wissen selber, dass das eigentlich dumm ist und rausgeschmissenes Geld, aber jeder muss es mal irgendwie, jeder hat es auch mal gemacht. Jeder, der jetzt der größte Feind davon ist, hat es früher auch mal gemacht. Ich glaube, wir Deutschen haben das so irgendwo so eine Kultur drin. Das ist irgendwie Silvester und böllern muss sein. So muss irgendwie sein. Ich weiß auch, unsere Nachbarn jedes Jahr, ich weiß nicht, wie diese dicken Batterien, diese Tischbreiten. Ganz ehrlich, das habe ich mich letztens mal gefragt. Diese Batteriegeschichten, die gibt es noch nicht so lange. Ne? Ist nicht so, dass die da 20 Jahren am Start sind, wo du die da hinstellst und die dann so 5 Stunden lang die Scheiße da raushauen. Du mal so eine Fontäne. Alter, Kollege mal, Silvester, Alter. Also auch irgendwie so eine Kollektion gekauft. Da waren so voll die kleinen Dinger, die so voll abgegangen sind. So eine riesen Fontäne. Und so, oh, der steht schnell das Ding auf. Macht das an, so. Also voll die Erwartung, so also kam nichts raus. Voll der Bastard, Alter. Schön, ja. Okay, Mann, kurz abgedriftet, ey. Wenn ihr auch Storys habt, die irgendwie es erwähnenswert werden, mal in die Kommentare zu ballern, dann haut die mal raus. Apropos, neben Abo und alles hier oben liken, sofort liken, teilen, liken, verschenken. Alles. Checkt doch mal die Best of 2020 Folge. Ich habe die zusammen gefriemelt und ich habe mir auf jeden Fall einen guten Sittich weggelacht nochmal. So Retro-Perspektiv, einmal die Entwicklungskurve, wie wir so in der ersten Folge aussahen, dann ein halbes Jahr später. Normal. Wie auf jeden Fall einen steilen Trend. Aber gute Evolution. Da waren noch ein paar gute Lacher bei, die hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Das muss also doch jemand anders da draußen auch lustig finden. Gell, ich einzeln sind über die Scheiße kaputt lachen. Ja, also wir finden auch allgemein war es eine ganz gute, auch knackige Zusammenfassung, weil keiner will sich das ja auch 45 Minuten lang angucken. Deswegen guckt euch die Folge nochmal an. Dreiteiler, epochal. Ich habe die auch wirklich zweimal, ich habe die einmal auf dem Handy geguckt, so einmal um so durchzugucken, fand ich sie schon mega. Und dann habe ich sie nochmal auf dem Fernseher, genau. Und dann habe ich sie nochmal auf dem Fernseher gezogen und da war auf jeden Fall, also ich habe zwischendrin war Feierabend. Wirklich nochmal 3-4 Mal richtig hart gut gelacht. Ist auch mein Wochenhighlight so, wenn wir die Teaser fertig machen für Insta. Mhm. Müssen wir heute wieder, dürfen wir nicht vergessen. Es ist Feierabend. Ich meine nicht die, sondern die Kleinen mit dem Feuerballer. Ach so, ja, okay. Wir machen jetzt zwei. Wir machen einmal für die Story und einmal für Yes. Das ist so Wochenhighlight, weil da gibt es auf jeden Fall immer mindestens 3-4 Lacher. Und du hast dann nochmal die Folge so, was hat der für eine Scheiße gelabert? Dicker, Alter. Dicker. Naja. Komm. Ist ja auch ein bisschen Konzept, ne? Der Name ist Programm, würde ich sagen. So sieht's aus. Professional Shit-Talking. Aber ich habe eine völlig andere Frage. Und zwar, hast du eigentlich schon so dieses, machst du dieses Vorsätze jetzt so? Ist das so dieses Vorsätze? Man hat ja so Vorsätze fürs kommende Jahr. Man will jetzt irgendwie gesünder leben oder manche, die rauchen, wollen aufhören zu rauchen. Hast du irgendwie was? Oder was machst du bei sowas grundsätzlich nicht mit? Ich mache da nur mit, wenn das eine Nummer ist, die auf jeden Fall hart ist. Also so, ach so, ja, so eine richtig harte Challenge. So, ich will im Sommer einen Ironman laufen. Zum Beispiel, Ach so, ja. Solche. Aber die also du bist mal bei diesem Schlammding damit gemacht. Mehrfach, diese Obstacle Runs. Über Berg und Tal, wer sie kennt, Hindernislaufe. Also wenn man so will, man läuft eine Strecke und man hat dann Hindernisse. Die man on top noch überwinden muss. Die man on top noch gewinnen. Das ist meistens irgendwo am Arsch der Heide, im Gelände, bei Matsch und viel Wasser.
Also. Und die, sag mal, wenn du, ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwie Zeiten, die gemessen werden. Es gibt auch irgendeinen Sieger davon. Ja, bestimmt. Darum geht es aber gar nicht so sehr. Es geht mehr so, das Ding durchkommen, schaffen. Und ja. Du kannst eigentlich nur dich selber bescheißen, wenn du da so ein Hindernis einfach ganz mal auslässt. Oder ganz genau. Kommt man da gar nicht drum herum? Also wenn du jetzt ein Hindernis zum Beispiel nicht schaffst, musst du auch aufhören, oder was? Nein, also es gibt unterschiedliche Formate. Also ich bin unterschiedliche Formate gelaufen. Meistens, klar, kannst du Hindernisse umgehen, wenn du keinen Bock hast, aber das ist nicht der Drill. Also du bereitest dich darauf vor, dass du das auch alles packst. Da sind da ein paar Dinger bei, die da musst du für trainieren, weil wenn du da untrainiert rangehst, verkackst du einfach. Keine Chance. Keine Chance, Dicker. Und es gibt aber auch Wettbewerbe, wenn du ein Hindernis verkackst zum Beispiel oder nicht schaffst, musst du Strafe machen. Diese Burpees zum Beispiel. Liegestreckche, das ist die behindertste, beschissenste Übung, die es gibt im Sport. Burpees, ja, auf jeden Fall. Und dann musst du die, und wenn du schon irgendwie eine Strecke gelaufen bist, dann machst du die Dinger nicht mal eben so. Das sind dann irgendwie 10, 15 Stück oder so. Dann ist so, hast du da auch verschiedene Anläufe für so ein Hindernis? Oder musst du einfach sagen, nee, okay, du hast, also, ich verkack's jetzt und dann musst du halt Burpees machen? Wenn du jetzt bei einem bist, wo nur darum geht, über die Hindernisse zu kommen, kannst du das Hindernis so oft versuchen, wie du willst. Du merkst auch bei manchen Sachen, wo die Leute einfach nicht mehr selber drüber kommen, du merkst, die sind einfach am Ende, dann sagen die auch so, ja, komm mal raus so. Und oder man hilft sich da auch so gegenseitig. Das okay, so ein bisschen, man zieht sich ein bisschen hoch und so. Okay. Ja, man das ist ja so ein bisschen der Marine-Gedanke, ja, Bruderschaft und so. Das Ding war, als ich meinen allerersten Run gemacht habe, am Anfang, ey, alle, ich bin dabei und wir melden uns an. Und dann ich so konkret, ja, ich melde mich jetzt an, so bla bla, den Link rumgeschickt und die da selber machen. Und dann so ein paar Monate vorher, ich so, ja, was mit Training so, wer fängt jetzt mit an, mit Laufen, hier ein bisschen mal Kraft und so. Ja, nee, ich bin raus und so. Und dann waren wir am Anfang, da waren noch so 3, 4, die sagten, die sind dabei. Und dann, so eine Woche davor, ja, nee, doch nicht. Also sowas voll der Lappen-Move. Also sowas finde ich kacke. Am Anfang so 10 Leute dicke Fresse gehabt und am Ende bin ich allein ans Starterfeld gegangen. Aber dann habe ich den Parcours auch rasiert, Junge, Alter. Ja, richtig zerstört. Über 20 Kilometer, ich glaube, ich war in 2 Stunden im Ziel, wenn du überlegst, mit Hindernisse, erste Mal und so. Ich habe den komplett zerlegt. Geil. Komplett. Aber so viel muss man noch laufen. 20 Kilometer ist ja ein Halbmarathon, also fast ein Halbmarathon mit Hindernissen. Ist, also glaube ich, sogar länger als ausgeschildert. Gibt immer so Unterschied. Gibt so für die Einsteiger so 6 Kilometer. Weißt du, brauchst du gar nicht für trainieren. Das kannst du auch, glaube ich, kannst du auch so mit deiner Hauskraft. Ja. Dann gibt es dann so 12, 15, 20. Es gibt aber auch so Ultras. Die laufen das Ding dann 3, 4, 5, 6 Mal. So Ultramarathon-Typen. Weißt du? Ab, Alter. Völlig Wahnsinnige. Na gut. Gibt nichts, was es nicht gibt, ne? Aber dafür musst du halt anders trainieren. Also für einen Halbmarathon trainierst du ja auch so normal, wie du trainierst. Gehst einfach laufen, steigerst dich immer und so. Aber für einen Marathon trainierst du ja ganz anders als für einen Halbmarathon. Absolut. Du musst für das Ding sowieso komplett frisch. Also du weißt ja vorher nur ungefähr, was die Hindernisse. Klar, man wird vorher. Hast du die Strecke? Kann man vorher nicht sehen? Ja, die publizieren das so, aber was sich dann letztendlich erwartet, ist dann immer so ein bisschen unterschiedlich. Also ich weiß, ich habe jedes Mal mir die Strecke vorher angeguckt im Internet. Kannst du mal so 2, 3 Hindernisse, also so, was sind denn so? So durch Schlamm kriechen oder ja, also, über einen Berg laufen oder also die geficktesten Hindernisse sind tatsächlich diese Monkey Bars, wo du dich so über so einen Parcours durchhangeln musst und dann. Boah, das schaffe ich ja gar nicht. Boah, ja, das ist auch anstrengend, je nachdem, wann das kommt. Wenn das im ersten Drittel ist, pflückst du das so weg. Aber wenn das hinten raus ist, du eh schon an der Probe bist. Aber ganz ehrlich, ich schwöre es dir, wenn wir, ich bin normal kräftig, ich würde sagen relativ sportlich und jetzt nicht so der heftigste Kletterer oder sowas, ja, aber insgesamt würde ich dir sagen, wenn ich, ob bei Kilometer 1 oder bei Kilometer 18, ja, das zu laufen, alles ist kein Problem. Ja. Aber wenn ich irgendwo mich, oben bei so einer Leiter oder so, langhangeln müsste, das kann ich gar nicht. Dicker, das musst du trainieren. Das kriegst du auch nicht so hin. Also wenn du musst das wirklich trainieren. Das schaffst du nicht auf Anhieb. Ich hab vorher egal wie viel du wiegst, auch wenn du nur 60 Kilo wiegst. Guck mal, ich wog, als ich an den Start gegangen, so irgendwas zwischen 100 und 110, was schon extrem viel war. Und am Ende nur noch 90. Am Ende von dem Run nur noch 90. Wo ist der Max? Voller Haaring. Mit Stuhlgang. Ja, aber richtig einen rausgerückt. Also als ich an den Start ging, war ich extrem dünn, aber gut athletisch trainiert. Ich musste halt Klimmzüge machen, weil du musst ja diese 110 Kilo musst ja machen. Das Ding ist, das sind natürlich die Hindernisse, wo die meisten Zuschauer sind. Die wollen natürlich sehen, wie die Leute da in den Tümpel fallen. Also darunter ist auch noch so ein Schmierbecken und je nachdem, wann das ist, ist es arschkalt. Und hast du 3, 4 Grad, dann willst du natürlich nicht in dieses scheiß Wasser fallen. Auf gar keinen. Und das 3, Ding 4 ist, Grad, die Siffe nimmst ja die restlichen Kilometer quasi mit. Da sind auch immer die ganzen Kameras, dass du dann später mal gucken kannst, wo hast du verkackt. Das heißt, du hast dann nochmal den Drill und den Ansporn. Dicker, das musst du schaffen. Zusätzliches Adrenalin, zusätzlicher Push. Und die sind unterschiedlich schwer, auch teilweise so mit am Seil schwingen. Da gibt die, ich glaube, da so die Kreativen, die sich so einen Parcours denken. Die wissen schon ganz genau, wo sie dich zerficken. Aber das Ekligste war mal Zieleinlauf. Und vor dem Zieleinlauf waren so Schnüre von der Decke. Und die waren alle an der Autobatterie angeschlossen. Das heißt, du hast irgendwie bei Wind und Regen bei 4 Grad draußen. Ich hatte beim ersten Run habe ich den Fehler gemacht. Ich hatte Arm und Beine frei.
Oh, okay. Das heißt, beim zweiten wusstest du langarmig. Dicker, lange Arme, am besten Handschuhe und noch so eine Sturmmaske, dass du überhaupt gar nicht in Kontakt mit der Umwelt kommst. Und so Thermowäsche. Normal. Und dann im Zieleinlauf diese Dinger an den Armen, an den Beinen, Alter. Und dann kriegst du immer einen gezimmert. Wieso? Das wie war so nicht so, dass die ganze Qualen Zeit. Alle, mehr oder ja, so, Mann, dass die ganze Zeit die Dinge alle gleichzeitig unter Strom waren, sondern immer unterschiedliche, so unterschiedlich geschaltet. Dann bist du so durch, denkst du, boah. Und dann bist du nochmal voll eingezwiebelt. Also richtige barbarische Scheiße. Man muss schon ein bisschen Banane sein, um es zu machen. Aber wenn du durch bist, hast du so einen Adrenalin-Flash für so ein paar Tage. Also das, keine Ahnung, ich kann. Nice. Das riecht gut. Aber das Training dahin ist extrem Fickerei. Ich hab sowas noch nie gemacht. Also ich hab schon mal für so Läufe und so trainiert, aber das waren halt so normale, sage ich jetzt mal, ohne irgendwelche Hindernisse. Mhm. Dementsprechend kann ich da quasi, ja, das ist ja wie normal laufen. Und zum Hindernislauf habe ich ehrlich gesagt nie gemacht. Aber zurück zu meiner Frage. Ich glaube, dieses sich so fürs neue Jahr so ein paar Sachen vornehmen und so, das machen schon die Leute, aber ich glaube, viele Leute fehlt so ein bisschen dann so der Drive. Die haben so, das ist so, ja, jetzt im neuen Jahr, das Problem, was die Leute immer haben, die denken, dass sie so von jetzt auf gleich den Schalter der Gewohnheit umlegen, so. Anstatt sich gerade bei so krassen Sachen wie Rauchen oder Trinken oder weniger Zucker essen oder so eine Scheiße. Beispiel, ja, oder abnehmen oder Sport machen. Die wollen dann in einer Woche 10 Kilo abnehmen. Die wollen in einer Woche direkt irgendwie den Sommerkörper 2024 haben und übertreiben dann, gehen dann dreimal dann ins Fitnessstudio und dann haben sich die Mitgliedschaft für das Jahr dann auch wieder erübrigt, weil danach hat dann keiner mehr Bock. Siehst du immer. Eh schon auch in der Schulter alles gerissen, so weißt du. Anfang des Jahres im Fitnessstudio siehst du Leute, die siehst du auf der Straße nicht. Ja. Die rennen alle in, boah, ich brauch zu Mitglied. Gut, aktuell hat ja alles zu, kannst eh nichts reißen, kannst maximal draußen joggen gehen, aber das ist so der Standard. Ich glaube, so die Hauptvorsätze sind so mehr Sport, weniger Alkohol. Also all das, was du über Weihnachten, Neujahr so richtig hart übertrieben hast, willst du dann so ein bisschen ablegen. Ja, ja. So Lebenswandel. Ich halte da nichts von. Ja, so diese klassischen Sachen zum Glück habe ich auch alle nicht. Ne? Trinke keinen Alkohol, rauche nicht und so. Bin eigentlich sporttechnisch das ganze Jahr ähnlich wie aktiv, du unterwegs, ja. Aktiv. Das macht, ne? Aber was bleibt dann noch übrig? Ne? Ich hab mal ein Jahr, besserer Mensch werden. Die krasse Challenge, die ich mal gemacht habe, 2011, war ein Jahr komplett kein Bier trinken. Ein Jahr. 300, das ist aber bei dir, also 300, nicht, dass du jetzt dauernd säufst, aber 300, Bier ist ja schon auch Grundnahrungsmittel. Absolut. 365 Tage kein Bier getrunken. Und du hast nicht gecheatet oder hast du geschafft? Habe ich geschafft. Laber nicht. Ja, habe ich geschafft. 350 Tage. Hast du mit wenigstens noch mit irgendwem so eine dreckige Wette oder so gehabt? Mit mir selber. Ich habe das mit mir selber. Und nein. Am Anfang alle, ja, macht der nicht so. Macht der nicht. Spätestens dann wenn am Anfang immer so, wenn die ja, Festivals ja, ja. kommen. Hier so und dann immer so am Anfang so die ersten, ich muss auch sagen, so die ersten paar Wochen und Monate war das schwierig. Und zwar aus dem Grund, nicht weil du jetzt irgendwie so voll den Tatricht kriegst, sondern weil du bei gewissen gesellschaftlichen Dingen einfach ein Bier getrunken hast. Und dir erstmal klar wurde, ja, hier trinkst du jetzt normalerweise Bier, jetzt musst du aber was, jetzt trinkst du aber eine Cola oder ein Wasser oder gar nichts. Und aber Moment, halt, war das jetzt nur auf Bier bezogen? Das heißt, wegscheppern konntest du nicht? Nein, also Schadenalkohol trinke ich fast gar nicht, aber so, also Bier trinke ich das ganze Jahr über. Also wenn ich zum Fußball weiß, gehe, aber ich meine, ging es jetzt nur um Alkohol oder nur um Bier? Alkohol. Weil sonst Alkohol. Kannst du ja irgendwann sagen, okay, ich mache auch Wein ganz gerne, jetzt schippere ich mich halt mit Wein komplett weg. Kein Alkohol, bei mir ist das dann eigentlich komplett kein Bier und habe 365 Tage keinen Tropfen getrunken. Krass. Und so nach Monat 3 hat sich das so, war das so Habitus. Dann hatten das auch alle so im engeren Kreis auch so drin. Ah, der trinkt ja eh kein Bier mehr so. Ja, ja. Ich gehe dann damit ja, das nicht war bei Sack. Mir ja genauso. Ich ja und als ich dann durchgezogen habe, so nach 365 ja. Tagen so, war schon krass. Und dann war ich Silvester, war ich im Allgemeinen war komplett abgeschossen. Aber war ich irgendwie so nach 4 Pints, war ich auch fertig. Normal. Ja, da bin ich auch in eine böse Falle getappt, weil ich hatte auch schon mal, ich habe lange geraucht leider. Das war so wirklich nicht so geil. Ich habe wirklich lange geraucht und auch so richtig geraucht. Ne? Also so zwei Stangen. So kennst du, ja, weißt du, so zwei Stangen Marlboro. Soll ich sie einpacken? Nee, wir rauchen sie gleich hier. Ja, ja. Und habe wirklich viel geraucht. Und dann hatte ich irgendwie aufgehört und habe dann angefangen zu studieren. Und damals, 2003, habe ich angefangen zu studieren. Da durfte man noch so gefühlt überall auch rauchen und so. Und dann gab es halt in der Kantine dort, weißt du? Beim Essen, ja. Mehr oder weniger. Naja, das war so aufenthaltsraummäßig. Da durfte man auf jeden Fall rauchen. Und da haben wir immer gesagt, hey Tommy, willst du nicht, die wussten das, man kennt ja super viele neue Leute, willst du nicht eine Kippe haben? Also, nee, ich rauche nicht mehr und so. Und dann irgendwann ging mir das auf die Eier. So richtig schwer, ne? Dann habe ich gesagt, nee, und dann hatte ich ein Jahr nicht geraucht, dann ging mir das auf die Eier. Und dann habe ich gesagt, ach komm ey, wenn mich jetzt alle abfacken, so auch so dumm, weißt du, so ein bisschen gruppenzwangmäßig, dann rauche ich jetzt mal eine halbe Zigarette, dann fragt mich auch keiner mehr und dann ist auch der Witz irgendwie erzählt. Ey, ich habe 3-mal an der Kippe gezogen, hat mir gar nicht geschmeckt, habe die ja, ausgemacht, Mann. Ja. Richtig heftig. Einen Tag später wieder eine normale Schachtel. Laber nicht. Und wieder ganz normal angefangen wie vorher. Boah, heavy, Alter. Ja, ich habe das so krass unterschätzt, wie sehr dich diese ja, von der Gesellschaft akzeptierte schlimmste Droge. Voll ich glaube, Alkohol ist noch schlimmer als Zigaretten. Ist eigentlich auch schlimmer, ja.
Aber, oder halt Zucker oder Koffein. Ne? Ich glaube, alles, was wir, also guck mal, die meisten Toten in Deutschland sind, glaube ich, immer noch Herz-Kreislauf-Erkrankung tatsächlich. Ja? Ich glaube schon, ja. 35% der Todesfälle gehen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück. Gut, herbeigeführt durch wahrscheinlich Zigaretten. Ja, Koffein, schlechter Lebensstil. Ich glaube, das ist, also ein Faktor ist es selten. Ja, also, ja, wenn du mega gesund lebst und ab und zu mal irgendwie Bier trinkst oder das wird. Ja, aber das ist ja auch so das Thema, ne? Ich glaube, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Wenn du beim Kaffeekränzchen bist und die beiden, die Ömmeken und so und die, oder auch egal, die Family sitzt beisammen, mhm, die haben so ihre, die haben ihre Sahneschnitte da, die Oma und die Tante, die rauchen halt beide sehr stark immer noch, haben ihr Säckchen, mit dem sie anstoßen und dann noch einen Kaffee, so, Pott, so einen Pott Kaffee da stehen. Aber wenn du da eine Tüte anzündest, bist du natürlich der außerirdische, dreckige, kleine Kiffer-Junge. Drogenjunge, der es einfach in der Gesellschaft nicht geschafft hat und ein richtiges Opfer ist. Ne? Ja, dabei ballern die da sich gerade übelst Zucker rein, die ballern sich Alkohol, Zigaretten Fett auf und Hüfte. Koffein rein. Und diese vier, die töten ja Hunderttausende von Menschen allein in Deutschland jedes Jahr. In anderen Ländern ist das noch krasser. Ich will also, ja auch gar nicht der Moralapostel oder der Spasti sein, der es den Leuten nicht gönnt. Das ist so ein bisschen so falsche Tatsachen. Weißt du, das ist einfach von der Gesellschaft akzeptierte Droge, ne? Weißt du? Und dann ist es ja vollkommen okay. Weißt du, wir reden hier über 9.000 Corona oder 12.000 Corona-Tote, aber dass 40.000 an Alkohol sterben, ist ja kein Thema. Ja, das, also, das da gibt es keinen Lockdown sowieso, von dem Kiosk, weißt du, was ich meine? Ist sowieso kein Thema mehr, Dicker. Also alles, was vorher schlimm war, ist seitdem Corona ist, aber wir hatten ja schon die Diskussion darüber. Mehrfach, ja. Das, also man, jetzt geht einem schon so ein bisschen auf den Sack. Als wären so alle anderen Probleme plötzlich nicht mehr relevant. So. Nee. Meine gut, es gibt die Probleme, die noch nie relevant waren. Kinder, die sterben, verhungern und so, bla, Armut und so, dies, das. Das doch an Weihnachten, wenn man dann mal irgendwie nochmal den RTL-Spendenmarathon macht. Ach so, wenn ja. Wenn einmal im Jahr sein... Guckt kein Fernsehen, deswegen kann ich Knowledge, das Glück nicht mitreden. Wie sagt man das so, seinen inneren Seelenfrieden herstellt, indem man 35 Euro oder so was Scheiße. Überweist und sagt so, ja, ich habe jetzt meinen... Stillspenden ist gut, aber nicht erzählen. Weißt du, was ich meine? Die Leute, die Kohle so mal in den Briefkasten werfen oder so, mal, wenn er weiß, dem geht es jetzt nicht so schlecht oder so. Oh Mann, Buschgras irgendwie... An die Leute verteilen, die Koordinaten einfach nur per WhatsApp schicken und dann gucken, wer es rafft, ne? Und da mal gucken gehen. Ne? Ja, aber so ist das halt, ne? So ist das, ey. Und die Vorsätze, ja, was soll ich sagen? Hast du selber welche? Also ich muss sagen, ich habe für 2021 keine. Ich habe, also was ich glaube ich mitnehme aus diesem Jahr, weil man sich so reduziert hat auf so das Wesentliche, dass ich bei dem Kurs bleibe. Also ich habe so alles, so was mir vorher gar nicht so klar war, an Energiefressern und Leuten, die teilweise auch Energiefresser waren, irgendwie so komplett so abgehackt. Den toxischen Müll einfach mal komplett so raus abgehackt. Und weiß jetzt eigentlich so, wo ich selber Bock drauf habe, was ich machen will. Da den Kurs werde ich weiter verfolgen. Also eher so den Fokus, mach das, worauf du Bock hast. So. Ja, das ist gut. Also ich habe auch schon vor längerer Zeit, aber gut, das könnte jetzt zu weit führen, schon auch immer gedacht, du musst immer versuchen, finde ich, eine bessere Version von dir selber zu werden, in allem. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie nur optisch, weil du super krass Sport machst oder so, sondern ich versuche immer, und das versuche ich natürlich auch nächstes Jahr, und also das hat nichts mit dem Jahreswechsel zu tun, sondern allgemein, immer an verschiedenen Stellen mich selber besser zu justieren, besser zu werden, das besser zu machen, Sachen, die ich schon immer gemacht habe, die vielleicht nicht so cool waren, meinen Fragen zu stellen und vielleicht zu sagen, jo, kannst du darauf drauf verzichten, ne? So ist es auch viele Sachen wie nicht mehr rauchen, kein Alkohol, nur Wasser trinken. Den und teuren Sportwagen. Genau, so zustande gekommen, ja, und du kannst immer was an dir verbessern, finde ich, auch in deinem Verhalten oder wie du sprichst, Gestik, Mimik, wie du die anderen Leuten gegenüber auftrittst oder allgemein, ob du dich abfacken lässt oder solche Sachen, so einen inneren Frieden finden und so einen Scheiß. Ja, das sind löbliche Ziele. Das sind auf jeden Fall gute Ziele und die haben aber nichts mit dem Jahreswechsel zu tun, ne? Ich glaube, wir... Aktuell ist auch schwierig, das zu sagen. Ich würde auch zum Beispiel wieder unheimlich gerne mal wieder trümmern, so, aber es geht halt nicht. Alle Gyms haben zu, so. Ja. Kannst du natürlich jetzt irgendwo draußen mit einem Kollegen auf Wiese irgendwie ein bisschen die Fresse machen aber ein paar so. Kollegen von mir tatsächlich so ein bisschen. Ja, haben also wir auch ein bisschen Zeit Sparring, gemacht, so ein bisschen draußen, ein bisschen Boxen unter der Brücke. Das ist meine Art, coole Aufnahmen. Ja. Ist das natürlich für Insta-Fame, sieht auch cool aus. Aber ist schon so scheiße. Also du musst schon da richtig Bock drauf haben und auch einen, der dich zieht. Nee, aktuell auch keinen Bock, Alter, bei dem Fickwetter da draußen irgendwie zu stehen. So, selbst Laufen kriege ich irgendwie nicht. Mit meinem Laufen bin ich aktuell gerade sehr, sehr gut drin, ja. Vielleicht Kasten Bier stellen. Aber ich muss auch sagen, mir macht Laufen auch Spaß. Mir macht Laufen jetzt mehr Spaß als so irgendwelche Burpees und so. Okay, Burpees machen keinen Spaß. Also wenn ein Mensch da draußen gibt, dem Burpees Spaß macht, so, ja, der kriegt den hat Satan persönlich geschickt. Der kriegt übrigens von uns ein T-Shirt umsonst. Ja, meldet euch. Meldet euch.
Aber dann das sind immer noch drei. Wir haben die drei, die mehrere, diese zigfachen T-Shirts. Dicker, wir haben auch schon Barbara Streuschitz verkauft, aber den müssen wir noch wegschicken. Der hat sogar, ein Kollege sagt sogar, er wird uns dafür Geld geben. Ach so, ey? Ja, habe ich gar nicht gesagt, ne? Ich fällt mir gerade wieder erzählt. Ein. Nee, fällt mir gerade wieder ein. Ja, die T-Shirts. Die Abverkäufe laufen, aber wir kommen, aber wir kommen mit der Lieferung nicht nach, Leute. Wir können leider nicht drucken und nicht kaufen, deswegen sind die T-Shirts. Aber macht euch weiter. Aber ihr wisst, wer ihr seid und ihr bekommt eure Sachen. Keine Sorge. Das Ding wächst ja noch organisch. Ja. Wir sind dabei, bald die 100.000 Klickmarke mit allen Folgen zusammenzubrechen. Ja. So, ja. Können wir alle. Aber sehr bald werden wir schon einen Gast zu vermelden haben. Im Januar haben wir gesagt, ne? Genau. Ernst. Das ist quasi schon die erste Folge im Januar, aber. Wo ist er denn? Hier. Überraschung. Iron Man. Tony ist Tony da. Stark. Tony ist da. Ja. Geil. Heftig. Wäre geil, wenn du so ein Ding auf der Baustelle einfach anziehst. Bam! Mit Licht. Aber ich mach's aus, sonst geht Batterie aus. Ist das so? Läuft das gar nicht mit WLAN-Strom? Wer ist WLAN-Strom? Ich kenne ihn nicht. Gut! Ich kenne ihn nicht und ich möchte ihn auch nicht. Nee, wir werden einen Gast haben. Ich bin bei einem anderen Kollegen noch demnächst. Du bist zu Gast? Nee, der hat keinen Podcast, sondern der wollte einfach nur mal hören, was so läuft. Pfeifer nur so vorbei. Bevor der irgendwie sich hier hinsetzt und was erzählt. Unser Kollege, ja, das wird schon vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge passieren. Wir müssen mal mit dem sprechen. Mhm. Wir müssen mal überlegen, wie man hier einen Gast einpflegt. Ob wir den vor der Decke hängen lassen. Nee, ich glaube, wenn wir die Kamera ein bisschen weiter wegschieben, kann einer hier vor Kopf und der andere dann hier sitzen. Also der Gast quasi hier, du bleibst sitzen und ich gehe so ein bisschen auf Seite. Wir machen Kreuzfeuer und dann nehmen wir den richtigen Zahn. Und dann nehmen wir richtig, richtig ganz asozial hart Volley. Und dann wir sind ja ein Haushalt, der andere ein Haushalt, Covid-technisch das safe, oder? Ich glaube, ja. Wir sind ja auch mehr als 2 Meter auseinander. Das sieht natürlich jetzt relativ eng aus alles, aber... Nee, das sind mehrere 2 Meter, aber das ist durch diese konvex-konkave Verzerrung... Fischaugen-Optik. Wie bei Skate-Videos mit den verschiedenen... Wenn die mit den Kameras dann kommen... Und zumal dann sind wir auch mit 1,85 breite Höhe und du ja 1,95 Länge und Spannweite 2 Meter. Ja, der Kollege ist ein bisschen stabiler als wir beide, da muss man schon dazu sagen. Nee? Mann, was bist du für ein großer Lackling? Wie viel haben wir schon? Gorgeous George verloren, ist doch kein scheiß Autoschlüssel. Oh, 27 Minuten haben wir schon, guck mal. Wollen wir die neue Folge im neuen Jahr den Leuten nicht so viel zumuten, einfach hier den Cut machen, auch nochmal daran appellieren, schaut die Best-of-Folge, spielt Super Nintendo. Abonniert das Shit. Ich habe auch jetzt langsam Hunger, mir geht das jetzt, ich würde jetzt auch gerne noch ein Thema anreißen, ja. Aber ich muss sagen, ich habe Hunger. Ich habe auch großen Hunger. Soll ich was essen gehen? Dafür ballern wir ein bisschen mehr Behind-the-Scene-Material. Genau, bleibt dran und zieht euch die Behind-the-Scenes rein. Ich glaube, vielleicht werden wir es auch parallel... Können wir entscheiden, ob wir das als eigenständiges Upload dazu machen oder ob wir es an die Episode dranhängen? Ja, so ein bisschen so wie Outtake oder so. Was läuft so real wirklich ab? Nicht so mal so dieses nette Babyface. Ja, so ein bisschen Vloggen dazu, was? Vloggen? Viele haben ja erst den Vlog und haben dann den Podcast. Wir machen es andersrum. Ja, wir vloggen uns jetzt erstmal eine Pizza rein. Leute! Haut rein! Bleibt gesund!